Shangos kann das Matchup spielen gegen Skygamer und hat halt auch die Matchup. Also ich glaube, das Matchup ist für Zelda. Aber ja, das Ganze ist natürlich ein bisschen tiefer als nur, okay, hier ist ein Reflektor und alles Mögliche. Beißel ist halt ein Spieler, der sowas gewohnt ist. Also er kennt das mit den Projektilen und allem Möglichen. Er hat kein Secondary extra für sowas. Wenn überhaupt, hat er ein Secondary, der noch schlimmer ist gegen sowas, und zwar Piranha-Pflanze. Von daher, ja, genau, wie Scouty schon sagt, er will den Footstool-Clip sehen. Ich bin mal gespannt, vielleicht, hey, vielleicht. Genau, und ich sehe hier Grotti, will Slushy sehen. Und da jetzt auch der erste ist, doch was von Genau, ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich hier schauen kann, wie das um Slushy gerade steht. Vielleicht können wir als nächstes ihn im Stream sehen. Ja, das sieht dann nochmal ganz anders aus, ne? Also gegen Weißel muss man ein bisschen weiter denken noch, weil das einfach gewohnt ist, dass man seinen Kram reflektiert und er benutzt seine Projektile teilweise nur zum Baiten. Mhm. Aber wir haben es von Shangos gesehen, kann ultra früh killen, deswegen könnte 67% schon Killrange für ihn sein, wenn da irgendwie ein Downthrow Up Air oder sowas kommt. Oh! Jetzt ja doch, da kam auf jeden Fall schon. Okay. Ja, jetzt sieht das fast wieder ähnlich aus wie im Match gerade eben. Da muss ich schon gerade ordentlich einstecken. Mhm. Ja, genau, also Weißel am Stock tanken einfach, ne? Also er macht Damage, er verliert seinen Stock dann irgendwann einfach nicht. Also er hat auch Bock zu traden und so, jetzt hat er seinen Stock verloren. Zweiter Stock also jetzt hier. Ich habe einfach mal Checkcards versus Slushy in die Streaming Key gepackt. Wenn die jetzt nach diesem Set noch nicht gespielt haben, werde ich die auf jeden Fall mal anhauen. Die Ergebnisse einsehen, ja. Wir können dir vielleicht den Link schicken, weil ich glaube, der Nightbot hat leider noch die das Bracket von letztem Mal. Das kann man nämlich auf Start.gg, also start.gg/Nitzri18 müsstest du eingeben. Wo ist angeheftet? Okay, perfekt. Genau, auf der Internetseite kannst du die Ergebnisse ansehen. Wir haben 4 Pools. Oh, hier mehr von Weißel. 1-0 hier für Weißel diesmal. Da kann ich schon zurück. Also ganz kurz so aus, als würde Shangos da wieder reinfinden in die Runde. Aber dann hat Weißel da doch den Deckel drauf gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, sehr schwer gegen ihn zu spielen. Vielleicht sehen wir aber Adaption von Shangos und vielleicht sehen wir ja auch einen Character Switch. Also war nicht der einzige Char, den ich von Shangos gesehen habe. Deswegen kann es sein, dass wir jetzt hier zum Beispiel die Daisy sehen. Wär auch interessant. Also früher hatten wir auch einen Spieler Robin GG hier öfter mal und bester Peach Main aus Deutschland. Deswegen, ja, wäre es interessant, mal wieder dieses Matchup zu sehen. Ja, schauen wir mal, was da jetzt die Pixel. Und was war vorhin mit dem Footstool-Clip gemeint? Ach so, Footstool heißt, wenn man jemandem auf den Kopf springt. Also wenn man X drückt, während man praktisch über ihm ist, springt man ihm auf den Kopf. Und Duckhunt hat Setups, wo er praktisch die Dose rausholt, jemanden auf den Kopf springt, der fällt in die Dose und dann kannst du nochmal jemanden treffen, ne? Und ja. Also eine Combo. Genau, so eine Combo. Also ja. Duckhunt ist dafür bekannt, Beißel ist dafür bekannt, auf Twitter so kleine Compilations hochzuladen, wo er Leute einfach nur zerlegt. Und hat man des Öfteren auch hier schon on screen gesehen. Ja, ich habe eine Ahnung davon bekommen, wie das aussieht. Ja, auf jeden Fall. Aber also, wenn man so eine ganze Zero-to-Death sieht, wow. Also Zero-to-Death ist halt von Null, komplett Zerstörung. Ja. Sieht man gar nicht so selten von Weißel, wenn er irgendwie mal
zwei Side-Bs hintereinander treffen und dann Down-Air, Down-Air, dann war es das halt auch schon. Ne? Ja. Genau, Shambles bleibt bei Zelda. Ja, ist denke ich auch die richtige Entscheidung. Man muss einfach gucken, wie man dieses Matchup spielt. Man darf nicht auf alles reinfallen, was die Dose angeht. Das passiert leicht mal, wenn man gegen Weiße gespielt hat. Man bekommt selten... ja, das meine ich mit dem... Oh, guck mal hier, Dragdown Up Air. Der versucht es auf jeden Fall. Dieser Combo-Video. Zeit gut zu nutzen. Oh, ein bisschen mehr. Ja, man kann einfach die XP, die man für Weiße braucht, die bekommst du kaum irgendwo. Also es gibt halt ein paar Darkhand-Spieler, die du, mit denen du grinden kannst, um auf Weiße-Slots zu bereiten. Nur ein paar in ganz Europa. Und das ist krass. Also es gibt nicht viele Leute, die Darkhand spielen. Überhaupt, genau. Und vor allem nicht auf dem Level. Es gibt so in Österreich ein, in Holland ein. Deutschen oder zwei gibt es noch. Ja, sonst fällt mir da gerade keiner zu ein. Also auch nicht gerade der einfachste Charakter zu spielen. Nee, also leicht ist der sowieso nicht. Vor allem in manchen Matchups, das hier würde ich dazu zählen. Aber wenn man ein Character Specialist ist, also ein Charakter spielt, den viele nicht spielen, also einfach wenige spielen, und dann ein Level erreicht, das naja, in deiner Region halt keiner Rechner mit dem Chart, dann naja, dann kannst du halt schon einige besiegen. Auch Leute, die eigentlich besser sind als du, weil sie diesen Charakter einfach ja. spielen. Also quasi so ein bisschen das Unbekannte. Ja, genau. Genau, also es gibt über 80 Charaktere in diesem Spiel. Die muss man halt auch erstmal kennen. Und es gibt, weißt du, einer ist verrückter als der andere. Inzwischen, die neuen Charaktere sind alle irgendwie weird. Oh, schön. Das war ein Counter, oder? Nee, das war die Fair, also so eine Luftattacke von Zelda nach hinten praktisch. Und die kann extrem schwach oder extrem stark treffen, je nachdem, wo sie trifft. Okay. Und wenn du so richtig schön triffst, dann fetzt die richtig aus. So wie jetzt gerade eben. Ja, genau. Und dieses Game sieht auch schon deutlich besser aus. Ja. Ich bin mal gespannt, vielleicht kann er doch das ein oder andere Game ziehen, vielleicht sogar das Set. Wenn er hier gut spielt. Und guck mal, das sieht doch schon deutlich besser aus. Ja. Spielt sehr aggressiv auch. Ich spreche mir auf. Der Down Smash. Und mal schauen, ob er da wieder zurückkommen kann. Gut, gute Patience an der Edge. Trotzdem von der Seite getroffen. Da kommt ein Setup. Alles ist in Position gebracht. Ah. Wow. Wow, da kamst du nicht das einfach so raus. Nee. Aber auch schon auch wieder deutlicher Growth gesehen bei Zeldas Gegner. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das Game war schon deutlich besser als das letzte. Wir haben in dem letzten Set von Beißel gesehen, dass er im zweiten Match am meisten kassiert hat. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt im dritten aussieht, weil er da dann doch nochmal komplett ausgerastet ist beim letzten Mal. Aber Shangos hat auch schon gut adapted. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht kann er da noch ein Game ziehen. Auf jeden Fall. Und wenn er noch ein Game ziehen kann, dann glaube ich auch, dass er das Set noch ziehen kann. Auf jeden Fall. Ja. It's possible. Und das wäre auf jeden Fall ein guter Win. Ich glaube, dieser Pool, war das der Pool? Ich glaube, das war der Pool von Squallen. Das war der Second Seed in diesem Pool. Und es kommen ja immer nur zwei weiter. Das heißt, das ist tatsächlich auch ziemlich wichtig gerade, möglichst gut zu spielen, möglichst viele Wins zu bekommen, weil eben der Second Seed weg ist. Deswegen würde der dritte Seed, also es wäre dann Shangos, Skyvania oder Capri, haben eben die Chance, in die Top 8 zu kommen. Und im Moment sieht es nach Shangos aus. Dass er den zweiten Seed bekommt. Genau. Ja. Einfach weil er schon gegen Skyvania den dritten Seed in dem Fall, oder vierten, gewonnen hat. Und ja, aber vielleicht hat Capri da noch was mitzureden. Vielleicht auch Skyvania. Das Ganze wäre auf jeden Fall sehr wichtig, wenn jetzt jemand ein Game von Beißel ziehen könnte, dann wäre das ein sehr, sehr wichtiges. Weil wenn die jetzt irgendwie so eine Triangle machen aus, der gewinnt 3-0 gegen den, der andere gewinnt 3-0 gegen den und dann
die sich praktisch so ein bisschen alle even, praktisch alle even sind, dann ja, schwierig. Könnte es ja knapp werden für alle. Oh, wir sehen Toon Link. Genau. Kannst du den Grund dahinter erklären vielleicht? Zelda hat halt einfach nicht geklappt. Okay. Ich persönlich finde, es war sehr knapp, das Game. Aber vielleicht war das mentally draining. Also vielleicht hat ihn das einfach zu sehr ausgelaugt und er denkt, dass er es mit einem anderen Matchup vielleicht besser schaffen kann. Ich glaube nicht, aber hey, vielleicht. Also quasi nochmal für eine andere Perspektive. Oh mein Gott! Oh, er hätte fast 3 Spikes geschafft. Oder 2 meinetwegen, aber ja, wow. Das war heftig. Ich hole mir gleich eine Wasserflasche oder sowas. Ja. Das war, glaube ich, auch wichtig für Shangos, dass er das jetzt einmal kurz überstanden hat. Ja. Also auch wenn er jetzt schon ordentlich auf die Mitte gekommen hat. Und das war der Stop. Ja, man kennt's. Weiße immer bemüht, irgendeine komische Kombo zu 76%. Ja. Eben war noch bei irgendwas mit 20. Und dann in diesem einen kleinen Moment. Das geht immer ganz schnell. Darf man auf keinen Fall unterschätzen, was das angeht. Oh! Ja. Ja. Wow. Richtig krass. Also wir sehen hier in dem dritten Game bisher einen ziemlichen Stormtrip von Weiße. Ja. Wie vorhin ja eigentlich auch schon. Ja, genau. Das Game 3. Ja, bei Game 3. Ja. Vom letzten Set sah ähnlich aus. Oh. Oh. Oh, jetzt versuche ich. Okay. Oh, er hat wieder. Ja, er versucht's. Also hier, Scouty, ich kann mich beruhigen. Er versucht's mit den Footskills. Okay, erster Stock. Ja. Den Weiße hier verliert. Shangos schafft es ja noch was zu ziehen. Natürlich noch eine ganze Menge Arbeit vor sich. Und auch wenn wir über 100% ist. Gute Arbeit. Ich weiß halt auch nicht so viel über eigentlich hat er schon auch Setups, die sehr viel zu kriegen können, aber die sind, ja, muss er irgendwas mit der Bombe machen und da muss er erstmal rankommen, wenn er das sortiert. Okay, interessant, ja, das sieht ja auf jeden Fall nach dem 3-0 Weißel aus, kann ich irren, aber das sieht fast an nur ja. aus, hier gerade ja. 200% auf Toon Link. Ja. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Stark. 3-0 für Beißel, der hat keine Lust, auf nur ein Game zu droppen. Und das einzige, die einzige